Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserer Pressekonferenz am heutigen Dienstag und darf mich trotz der kurzfristigen Einladung schon mal an dieser Stelle für das zahlreiche Erscheinen bedanken. Wir nehmen in dieser Pressekonferenz Bezug auf die Pressemitteilung am vergangenen Mittwochabend im Nachgang des Stadioneröffnungsspiels, in der wir vermeldet hatten, dass der Geschäftsführer der Profi GmbH, Thomas Kalt, für dieses Amt nur noch so lange zur Verfügung steht, bis die formelle und satzungsgemäße Übergabe vollzogen ist. Dieses Thema wurde gestern in der Aufsichtsratssitzung behandelt und nun möchten die Beteiligten, wie angekündigt, dazu Stellung nehmen. Ich begrüße deshalb zu meiner Linken Thomas Kalt, neben ihm Jörg Siebert, den Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Verwaltungsrat, und zu meiner Rechten Jörg Hambückers und als Vertreter des Präsidiums Volker Eckrich, den Vizepräsidenten, und Horst Zang, den Schatzmeister. Zunächst übergebe ich das Wort an Thomas Kalt. Ja, auch von mir herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe Sie ja die letzten Tage ein wenig geärgert, weil ich ja weiß, dass Sie natürlich wissen wollten, was die Gründe für meinen Schritt waren und Sie sich als Presse ungewohnt lange gedulden mussten. Das kann ich nur entschuldigen, aber es war einfach mit allen beteiligten Personen so vereinbart, als es am Montag vor 8 Tagen zu dieser Entscheidung gekommen ist, diese Entscheidung eigentlich geheim zu halten bis zu der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung, die gestern war. Das war auch von allen involvierten Personen. Dr. Adler war involviert, das Präsidium Volker Eckrich, Horst Zang, der Jörg Hambückers, der Dr. Frank Rohl und der Thomas Kalt. Und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich mich an diese Maßgabe gehalten habe, weil es einfach nun mal eine sensible Situation ist und die sollte man erst intern besprechen dürfen. Das hat Sie natürlich veranlasst, spekulieren zu müssen, warum tritt der Herr Kalt jetzt so überraschend als Geschäftsführer zurück. Ich möchte Ihnen zunächst 3 Gründe nennen, die es nicht sind, warum ich zurückgetreten bin. Es ist nicht die, wie Wolfgang Gräf auch zu Recht gesagt hat, katastrophale Situation der dritten Liga, was die wirtschaftliche Ausstattung angeht. So schwierig das ist aber kein Grund für mein Zurückziehen. Es ist keinesfalls auch der Grund, dass die wirtschaftliche Situation von Kickers Offenbach mich zwingt aufzuhören. Ganz im Gegenteil, diese Herausforderung habe ich immer angenommen und das war für mich immer ein Grund zu bleiben und niemals ein Grund zu gehen. Das ist auch jetzt so. Und es ist auch nicht der Grund, dass ich vielleicht nach 12 Jahren in verschiedenen Ämtern, also als Vizepräsident und dann als Geschäftsführer, eine gewisse Amtsmüdigkeit verspüre, das ist nicht der Fall. Sondern ich habe mich am letzten Montag und auch in den Wochen zuvor, vor diesem Montag, an ein mir selbst auferlegtes Credo erinnert, das ich am Tag meines Amtsantrittes mit mir ausgemacht habe und ich glaube auch öffentlich geäußert habe. Ich habe damals gesagt, ich werde immer bereit sein, für Kickers Offenbach zu kämpfen. Daran wird sich nichts ändern. Ich werde aber niemals bereit sein, für meine Position bei Kickers Offenbach zu kämpfen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und in den vergangenen Jahren wurde ich immer wieder mal gefragt, ja, Herr Kalt, sollte das nicht jemand anderes machen? Und ich habe in unzähligen Interviews dann auch immer wieder zum Ausdruck gebracht, bisher war noch niemand da, der gesagt hat, ich mache es. Die Situation hat sich jetzt etwas anders dargestellt. Und von daher gab es diese Entscheidung, die ich jetzt aber natürlich erklären will. Ich möchte erstmal vielleicht ein Stück ausholen dürfen und sagen, womit alles begann. Wir haben ja hier am OFC seit Jahren eine auch von außen sehr stark geführte Strukturdebatte. Der Verein muss seine Strukturen verbessern. Das ist auch eine Sache, die der Oberbürgermeister gern immer mal thematisiert. Ja, das ist ja soweit auch richtig. Wir haben die Situation gehabt in den letzten 2, 3 Jahren verstärkt, in den letzten 2 Jahren, dass unser Präsident Dieter Müller, das hat er auch öffentlich erklärt, eine gewisse Amtsmüdigkeit verspürt hat und daher auch im Tagesgeschäft weniger aktiv war als vielleicht in den Jahren zuvor. Und waren dadurch natürlich aufgefordert, auch diese Situation irgendwann zu meistern. Ich bin ja in das Amt des Geschäftsführers gekommen und gleichzeitig als Vizepräsident beim OFC ausgeschieden.
Damals war es schon so, dass es eigentlich so einen richtigen Nachfolgekandidaten für mich nicht gab. Man hat dann auch so ein bisschen den Oberbürgermeister zuliebe seinen Kandidaten vertraut, den Peter Dinkel, den er uns über Wochen und Monate dringendst empfohlen hatte, ihn mit ins Präsidium zu nehmen. Der sprach ja auch nichts dagegen. Wir haben dann nur alle lernen müssen in der Zeit, dass Peter Dinkel auch nach eigener Aussage als Sportkreisvorsitzender gar nicht die Zeit hat, um das Amt als Vizepräsident bei Kickers Offenbach auszuüben, sodass wir da im Prinzip keine Verstärkung in unseren Reihen hatten. Bei mir ist dann die Idee geboren, als klar war, dass auch die Amtszeit von Dieter Müller nun langsam zu Ende gehen wird und auch Peter Dinkel nur im Prinzip nicht zur Verfügung steht, dass wir hier einen Kreis an gestandenen Wirtschaftsfachleuten finden wollen und sollen, der uns hilft, diese Strukturen, die immer wieder angemahnt werden, zukünftig zu verbessern. Die Idee war geboren, einen sogenannten Senatorenclub zu gründen. Das habe ich dann gemeinsam mit den Jörg Hambüggers auch getan. Wir sind relativ schnell in die Situation geraten, dass wir 7 Senatoren gefunden haben, die sich alle bereit erklärt haben, einen Jahresbeitrag von 10.000 Euro zu zahlen. Das war so mehr für uns fast, obwohl Geld uns immer sehr heilig und noch wichtiger ist, fast mehr ein symbolischer Akt. Wir wollten einfach, dass die Mitglieder im Senatorenclub nicht nur reden, sondern auch leisten. Und wir haben in unserer Präambel des Senatorenclubs auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass das Ziel ist, aus diesem Kreis eventuell für spätere Zeitpunkte Menschen zu rekrutieren, die den OFC in Führungspositionen übernehmen können. Und so hat sich das alles sehr schnell ergeben, dass aus diesem Kreis dann auch der Sprecher des Senatorenclubs, Dr. Frank Ruhl, für uns ein Kandidat für den vakanten Posten des zu wählenden Präsidenten sein wird, weil ja klar war, Dieter Müller dann auch eindeutig im persönlichen Gespräch erklärt hat, dass er den Weg frei machen wird, Dr. Frank Ruhl zum Präsidenten zu machen. Wir haben, der Jörg und ich, das darf ich uns beide in Anspruch nehmen, den Senatorenclub von Anfang an vollumfänglich über alles informiert, was im Verein gut ist, was im Verein schwierig ist. Wir haben sehr gute Sitzungen mit den Senatoren gehabt, das war ein sehr aktives Miteinander. Was uns dann ein bisschen gewundert hat in den letzten Wochen schon, dass dann, als dann Frank Ruhl ganz nah an uns herangerückt ist und wir Frank Ruhl behandelt haben, als wäre er schon Präsident beim OFC, haben ihn also in alle Unterlagen mit einblicken lassen, haben ihn, soweit es geht, in alles mit involviert. Natürlich gibt es da auch viele Verständnisprobleme, wenn man neu dabei ist, ganz klar. Das Erste, was uns ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Senatoren-Club-Treffen auf einmal alle ohne uns stattfanden, weil im Prinzip war der Senatoren-Club ja geplant, auch als Unterbau der Geschäftsführung. Und wenn wir dann beim Dr. Ruhl gefragt haben, Mensch, Herr Ruhl, jetzt haben Sie das 4. oder 5. Treffen ohne die Geschäftsführung, warum eigentlich nicht? Dann kam die Aussage, ja, Herr Kalt, Sie müssen ja nicht überall dabei sein. Ja, okay, ich muss ja nicht überall dabei sein, aber ab und zu wäre es ja nicht schlecht, weil am Schluss kann ich ja nun mal als Geschäftsführer doch immer besser aus erster Hand berichten, als wenn das dann vielleicht vom Hörensagen passiert. Wir haben dann festgestellt, dass der Dr. Ruhl sehr große Fähigkeiten hat, gar keine Frage. Das ist ein Mann, der uns im Controlling absolut geholfen hat oder helfen würde. Aber man muss wirklich sagen, der respektlose Ton, der hat zugenommen. Und man muss sich ja auch mal fragen, warum dieser Verein über so viele Jahre so eine große Kontinuität in der Führungsebene hat. Mit Dieter Müller als Präsident, mit dem Jörg Hambüggers, der 16 Jahre dabei ist, mit dem Thomas Kalt, der 12 Jahre dabei ist, der Horst Zang, der schon über Jahre im Prinzip immer dabei ist, wenn er nicht im Vorstand war, als Wirtschaftsprüfer, weil wir alle immer wieder unterschiedliche Meinungen hatten, aber immer wieder ein gutes Miteinander. Das war einfach, so konnte man miteinander arbeiten. Wir haben hier festgestellt, so kann man nicht miteinander arbeiten und waren dann auch überrascht, dass, wie gesagt, die Anzahl der Alleingänge immer größer wurde und dass Dinge, die wir in Vertrauen gesagt haben, dann auch zum Teil, und ich gehe später explizit noch darauf ein, auch öffentlich wurden. All dies habe ich mit dem Dr. Ruhl natürlich kritisch besprochen. Er hat sich dann auch einmal bei mir entschuldigt für gewisse Dinge. Auch das war überhaupt kein Problem, bis ich am Sonntag des Kickerstags über Ramon Berntroth informiert wurde, dass dem Trainer zugetragen wird über das Reha-Zentrum Reindl, dass feststeht, dass nach der Intronisierung von Dr. Ruhl Thomas Kalt als Geschäftsführer abgesetzt werden soll. Dann habe ich den Dr. Ruhl am Montag in unserer turnusmäßigen Sitzung, die wir jeden Montag mit ihm gemacht haben, darauf angesprochen, habe gesagt, was soll denn das mit diesen Gerüchten? Dann sagt er, er kann ja nichts für Gerüchte. Sag ich, okay, wie sehen Sie das denn, wenn Sie
im Vorstand sind, die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Und dann sagt der Herr Kalt, was weiß ich, was in 4 Wochen ist. Man muss da immer mal abwarten und so weiter und so fort. Helmut Kohl war 16 Jahre im Amt. Sie haben jetzt 12 Jahre große Verdienste, aber hier gibt es keine Erbhöfe und eine Art und Weise, die mich hat sehr leicht vermuten lassen, dass es eben zu dieser Demission kommt. Und da war es wieder mein Credo vom Anfang. Und genau in der Sitzung hat es mich wieder begegnet. Und man muss aufpassen, dass man die Dinge, die mir einem persönlich sehr wichtig sind, die man sich selber vielleicht auch als Doktrin auferlegt, nämlich eben nicht um seine Position zu kämpfen, wie es mir oft völlig falsch in der Öffentlichkeit unterstellt wird, sondern einfach hier für die Sache Kickers Offenbach zu sein, zu sagen, fahren Sie auf, Herr Ruhl, ist das Thema durch. Ich werde mein Amt zur Verfügung stellen. Ich werde den Aufsichtsrat in der nächsten Woche bitten, mich aus dieser Position zu entlassen und mich zu entlasten. Das hat für Kickers Offenbach folgenden Vorteil, nämlich den, ich habe ja einen 2-Jahres-Vertrag. In dem Moment, wo ich den Vertrag zurückgebe, hat der Verein überhaupt keine, oder ich keine Ansprüche mehr gegen den Verein. Ich will da um Gottes Willen kein Geld haben und so können wir das machen. Daraufhin gab es die Vereinbarung, dass wir uns zu diesen Dingen nicht äußern, weil wir auch eben die Eröffnungsfeierlichkeiten nicht stören wollten. Ja. Dann war die Frage von Dr. Ruhl, ja, wie ist es mit den Senatoren? Sage ich, kein Informieren heißt kein Informieren, außer unseren Aufsichtsrat, den müssen wir natürlich informieren und der Aufsichtsrat ist verschwiegen. Einen Tag später hatte ich schon einen Telefonanruf von einem der Senatoren, ja, wie kommt es denn dazu? Und dann war klar, was wir am Mittwoch hier erlebt haben. Ich war dienstags noch bei der Sicherheitskonferenz vom DFB in Berlin. Am Dienstag hat dann Dr. Ruhl hier versucht, bei den Vorstandsmitgliedern und den Jörg Hambückers zu verhindern, dass ich die Eröffnungsfeierlichkeiten führe, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Also man hat schon gemerkt, es nimmt mittlerweile ein Niveau an, das wir über diese Jahre hier nie gewohnt waren. Und dann war es eben so, dass am Mittwoch im Stadion natürlich das Gerücht rumging wie ein Feuer. Der Herr Moll von der Offenbach Post hat mich regelrecht, das meine ich gar nicht böse, der hat seiner journalistischen Pflicht nachgekommen, hat mich gejagt, der Kalt Statement, ich habe gesagt, ich sage gar nichts. Und dann haben wir uns diesen Pressetext, den wir in der Nacht verschickt haben, den haben wir ja nur verschickt, weil wir gemerkt haben, auch oben im VIP-Raum geht es wie ein Lauffeuer rum. Sie haben mich dann auch angerufen, bevor der Pressetext rausging. Es war klar, wir können es nicht mehr halten. Aber es war auch klar, wir müssen die Reihenfolge mit den Gremien zu sprechen einhalten. Dr. Ruhl hatte in den Wochen, und das haben wir Ihnen als positiven Ehrgeiz auch gerne abgenommen, sehr viel Druck gemacht, schnellstmöglich in das Amt zu kommen. Wir hatten ja überlegt, eine außerordentliche Jahreshauptversammlung zu machen, um die Neuwahl vorzuziehen. Die Vereinssatzung, Dr. Adler hat gesagt, es gibt keinen Sinn, jetzt eine außerordentliche Jahreshauptversammlung zu machen, weil der Verein ist voll handlungsfähig, es sind 2 Präsidiumsmitglieder im Amt. Es gibt überhaupt keinen Sinn für eine außerordentliche Jahreshauptversammlung, es gibt keine Veranlassung. Und außerdem müssen erst die Bilanzen alle fertig gemacht werden, sonst hätte man wieder 3-4 Wochen später eine ordentliche Jahreshauptversammlung machen müssen, weil das Präsidium kann immer erst dann entlastet werden, wenn die entsprechenden Zahlen testiert vorliegen. Also ging der Weg dann in die Richtung, was die Satzung hergibt. Dieter Müller und Peter Dinkel erklären vorzeitig ihren Rücktritt. Ich war beauftragt, das mit den beiden Herren zu verhandeln. Beide Herren standen dieser Entwicklung nicht im Weg. Und dann wird Dr. Ruhl im Prinzip im Nachrufverfahren ins Präsidium mit Barbara Klein gerufen. Deswegen war das für mich einfach klar, dass spätestens nach dieser Intronisierung meine Zeit hier beim OFC beendet ist. Vielleicht habe ich auch in dem Moment etwas überschätzt, dass das alleine keiner entscheiden kann, aber ich komme einfach zurück. Ich habe auch keine Lust gehabt, da jetzt ständig in der Diskussion zu sein. Wie gesagt, der Zeitpunkt der Bekanntgabe, der sehr stark in der Kritik steht, war anders gewählt, als er dann kam. Was die Spitze des Eisberges ist, was uns ein bisschen ärgern muss und ärgern darf, ist in der Tat, was teilweise dann auch aus dem Kreis, ich will nicht sagen der Senatoren, aber es ist nun mal so, dass wir die Senatoren in viele Dinge mit eingeweiht haben, dann auch Zahlen in die Öffentlichkeit gelangt sind, die ich natürlich jetzt kommentieren muss, weil das Problem ist immer, wenn man eben neu sich mit den Dingen auseinandersetzt, dann kann man natürlich vieles verstehen, aber es ist doch vieles ein Halbwissen. Und Halbwissen führt halt dazu, dass aus Halbwissen auch Halbfalsches wird. Und deswegen gibt es ja Samstag diesen Artikel in der Offenbach Post, den ich einfach inhaltlich nur mal klar, um die Fans auch zu beruhigen, gerade rücken muss.
Richtig ist, die 400.000 Euro des Hauptsponsors EVO, das ist einer der Punkte, die ich mir hier mal markiert habe, sind als Sicherung im Mietvertrag an die Stadiongesellschaft abgetreten. Das ist aber keine zusätzliche Aufgabe, ist ganz einfach. Wir haben ja einen Stadionmietvertrag gemacht mit der Stadt Offenbach, besser gesagt mit der SBB. Und dann war ja klar, dieses Stadion kostet roundabout 500.000 Euro Miete. Wir wissen, es sind ungefähr 300.000 bis 350.000 Euro an Nebenkosten, die im Jahr noch anfallen, allein durch das Catering, das wir im Businessbereich über die SBB bestellen müssen. Das ist nun mal so, weil der Stadion-Caterer praktisch mit der SBB abrechnet. Die Rechte liegen nun mal bei der Betreibergesellschaft. Und dementsprechend haben wir dann auch die Erträge aus den Logen abgetreten, aber nicht, wie hier steht, um eine Finanzspritze an die Stadttochter zu bekommen. Oder wir hätten von der Stadttochter eine Finanzspritze bekommen, das stimmt so nicht, sondern einfach, wir haben gesagt, ca. 800.000 Euro fallen an Kosten im Jahr für das Stadion an. SBB wollte die abgesichert haben, ist ihr gutes Recht. Ein Teil ist der Hauptsponsorbetrag, der andere Teil war durch die Logenabtretung. Dies ist keine zusätzliche Ausgabe für Kickers Offenbach, nur eine andere Art der Verrechnung. Dann ging es zum Thema Lizenz. Dennoch fehlt nach unseren Informationen noch 46.000 Euro. Der Senatorenpool sprang ein. Stimmt fast, es fehlten 680.000 Euro. 682.000 Euro, um die Lizenz zu bekommen. Wir waren aufgefordert, einen Liquiditätsnachweis beim DFB zu erbringen von 682.000 Euro. Das Problem war an der Spitze darin begründet, alleine übrigens darin begründet, dass wir durch das neue Stadion eine ganz andere Kosten- und Einnahmestruktur haben. Wir haben ja durch das Stadion, kalkulieren wir mit einem Marketingvolumen von 2,9 bis 3,0 Millionen Euro. Und der DFB erkennt immer nur diesen Umsatz an, den sie im Vorjahr hatten. Und das Saldo von ungefähr 6.000 bis 800.000 Euro, ich will jetzt die Zahlen jetzt so in etwa, dieses Saldo von 6.000 bis 800.000 Euro hat der DFB nicht akzeptiert, hat gesagt, dafür müsst ihr uns einen Liquiditätsnachweis bringen. Wir wissen nicht, ob ihr im neuen Stadion mehr Werbung macht. Das war das Problem der Lizenzierung. Aber wenn man 12 Jahre in dem Amt ist und 12 Jahre bei Kickers Offenbach ist, ist es ein Problem, dass ein eine, aber keine zwei schlaflosen Nächte macht, weil man es einfach gewohnt ist, gerade als Drittligist in dieser Liga unter den Anforderungen, die wir haben. Wir haben dann verschiedene Maßnahmen unternommen, um diese Liquiditätslücke zu schließen. Eine Maßnahme war auch, dass der Senatorenclub uns unterstützt hat, allerdings nicht, wie man den Bericht entnehmen könnte, wenn man so das liest, mit 660.000 Euro, sondern mit 100.000 Euro. Also 4 Senatoren haben a 25.000 Euro beigetragen. Ich persönlich möchte es auch mal erwähnen dürfen, habe 75.000 Euro beigetragen. Wir haben dann über verschiedene Maßnahmen die Liquiditätssituation von Kickers Offenbach bis zum Zeitraum, bis zum 1. Juni, um 1.446.000 Euro verbessert. Also wir haben eine Aufforderung gehabt von 682.000 Euro, das war die Lücke. Durch verschiedene Maßnahmen haben wir im Prinzip 1.446.000 Euro an zusätzlicher Liquidität für die neue Saison generiert. Das heißt also, dass auch da die Lizenz, und so haben wir es übrigens auch den Senatorenclub immer gesagt, es ist eine große Zahl, aber eigentlich mit der Erfahrung, die wir haben, war es fast nie so leicht wie in diesem Jahr. Es hört sich ein bisschen blöd an, es war aber so. Auch Sportsman als unser Vermarktungspartner hat uns wie immer da unterstützt. Und auch in dem Zusammenhang konnten wir nicht zulassen, dass Dr. Ruhl permanent die Vermarktung kritisiert hat. Peter Dinkel übrigens auch. Peter Dinkel kennt überhaupt nicht die Umsätze von Kickers Offenbach und der Vermarktung, ja. Und die Vermarktung nach außen kritisiert hat, der Chef von Sportsman, Thomas Krone, war gestern auch hier, der sagt, das kann nicht wahr sein, was da für eine öffentliche Äußerung kommt, die er dann in der Süddeutschen Zeitung nachlesen muss. Hier gilt es auch, unsere Partner einfach mal zu schützen. Dann wurde auch in dem Bericht gesagt, dass im Jahre 2010 400.000 Euro von der Stadt an den OFC gezahlt wurden, um frühere Investitionen im alten Stadion, die praktisch schon über Steuergelder vereinnahmt wurden, nochmal zu bezahlen. Das stimmt nicht. Diese 390.000 Euro waren eine sogenannte Heimfallentschädigung. Heimfallentschädigung heißt, wir hatten ja das Erbpachtrecht hier im Stadion über gefühlte noch 100 Jahre, vielleicht waren es auch nur noch 90, ich weiß nicht genau. Weißt du, wie viel es waren noch? Ich denke, 20. Paar 20.
Und ist klar, wenn du dieses Recht zurückgibst, gehst du ja automatisch wieder im Mietvertrag ein. Der kostet dich Geld und das ist ein Wert. Und diesen Wert haben wir das absolut üblich einfach an die Stadt verkauft zu einem absolut normalen Preis, also ich sag mal zu dem, was marktüblich ist. Und von daher war das jetzt keine zusätzliche Einnahme, die wir generiert haben für Anschaffungen aus der Vergangenheit, die zum Teil mit Steuergeldern bezahlt wurden. Unstrittig ist allerdings, und das möchte ich hier gar nicht anders darstellen, dass die Finanzlage für den OFC sehr, sehr schwierig ist. Wie kann sie denn auch gut sein? Ich habe, und der Oberbürgermeister kokettiert gern mit einer Aussage von mir, vor 5 Jahren zum Oberbürgermeister gesagt, als er sagte, das Stadion, wir brauchen noch 5 Jahre, bis es fertig ist, habe ich gesagt, Herr Schneider, das können wir nicht überleben. Heute ist es so ein Running Gag geworden, nur so lustig wie es ist, es zu ihm zu erzählen, war das genau das Problem. Und dieser Stadionbau ist sehr intelligent vorangetrieben worden von allen Beteiligten. Es gibt nur eine Schwachstelle in diesem Stadionbau. Und das muss man jetzt auch mal sagen dürfen. Dass vereinbart wurde, die Baunebenkosten trägt der OFC. Und jetzt trägt der OFC in einer dritten Liga, von denen auch der Darmstädter-Präsident Kessler sagt, sie hat keine Überlebenschance. Und der Harings-Ex-Präsident Krupka ganz klar moniert, dass diese Liga nicht tragfähig ist. Und in dieser Woche aktuell sehr prominent für mich, Wolfgang Kreb vom SVW in Wiesbaden, der sagt, eine volle Katastrophe, was die wirtschaftliche Ausstattung der Liga angeht. Ja? Und wir müssen in dieser Liga in einem Zeitraum von 15 bis 18 Monaten 1.010.000 Euro an Baunebenkosten selbst leisten. Und dass das nicht ohne Schrammen geht und dass das natürlich in einen Verein dann zusätzlich Erschwernisse bringt, der gerade in dieser Phase, muss man fairerweise auch sagen, unter den Eindruck der schlechten Rückrunde der Vorsaison spielt. Also wir erinnern uns das Jahr Wolfgang Wolf mit der schlechten Rückrunde, wo diese große Aufstiegshoffnung gestorben ist, die Stimmung schlechter wurde und wir auf der Baustelle gespielt haben. Dass das alles schwierig ist, ist doch auch klar. Dass es nicht aussichtslos ist, ist auch klar, sonst hätte ja Dr. Frank Ruh, das hat er immer wieder richtig und gut gesagt, auch gesagt, es ist schwierig, aber es ist nicht aussichtslos. Deswegen ist diese Situation für den OFC, so schwer wie sie ist, kein Grund für mich eigentlich hier zu gehen. Und da war kein Grund zu gehen, ganz im Gegenteil. Ich habe mich gefreut auf die Verbesserung, die wir mit dem neuen Stadion haben. Aber ich bin, das darf ich für mich in Anspruch nehmen, immer einer, der gern mit Menschen zusammenarbeitet, der alle respektvoll behandelt. Und da kann man, denke ich, den Ramon fragen, den Trainer fragen, unsere Zeugwarte fragen, unsere Spieler fragen, unsere Leute auf der Geschäftsstelle fragen. Ich denke, auch die Crew von Sportsman kann man fragen. Es wird keiner sagen, ich renne hier wie die wilde Sau durchs Dorf. Das ist überhaupt nicht meine Art. Dieser Führungsstil sollte sich hier ändern und diesen Führungsstil mache ich nicht mit. Und bevor ich mich nach 12 Jahren, dann komme ich auch zum Schluss meiner Ausführungen, bevor ich mich nach 12 Jahren hier im Prinzip vom Hof jagen lasse, habe ich gesagt, nee, Freunde, bei aller Liebe ziehe ich die Konsequenzen selbst. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas Kalt. Und ich gebe das Wort jetzt an Herrn. Nach der Reparatur des Mikros. Ja, wir haben gestern die schon mehrfach erwähnte Aufsichtsratssitzung durchgeführt. Turnusmäßig heißt auch mit einer turnusmäßigen Tagesordnung. Berichtswesen der Geschäftsleitung, die dann im Anschluss den Punkt natürlich auch auf die Tagesordnung gebracht hat. Und der Thomas Kalt hat um seine, ja, will nicht sagen Entlassung, sondern um die Beendigung seines Dienstverhältnisses gebeten. Wir haben das ausgiebigst erörtert. Irgendwo in der Offenbachpost stand, glaube ich, 2,5 Stunden. Also es war furchtbar lang. Es ist schon richtig, aber der Abend war noch nicht rum. Das war ja nur die halbe Wahrheit. Danach gab es ja noch eine Sitzung. Wir haben entsprechend agieren müssen. Das heißt, ich und die Kollegen entsprechend auch im Aufsichtsrat. Ich durfte oder musste 2 Papiere unterzeichnen. Zum einen eben dem Wunsch entsprechend nach allen Erörterungen und Überlegungen, den Thomas Kalt sozusagen aus seinem Dienstverhältnis zu entlassen und damit wir handlungsfähig sind und bleiben, entsprechend Jörg Hambüggers als Nachfolger zu bestellen. Das waren die beiden Essentials für Sie. Alles andere zum Thema Berichtswesen, ich habe es kurz gesagt, fällt wie immer, und da werden Sie von mir auch wenig zu hören bekommen, unter die Verschwiegenheitsverpflichtung. Das Einzige, was wir auch als Empfehlung der Geschäftsleitung, der neuen Geschäftsleitung gegeben haben und auch dem Präsidium, ist, dass wir dafür plädieren, ganz stark plädieren oder
einfach mehr oder weniger fordern, einen zweiten Geschäftsführer entsprechend einzustellen. Die Suche hat begonnen. Die hat schon begonnen, obwohl wir noch gar nicht empfohlen hatten. Ich habe nämlich gestern schon nachmittags eine erste Bewerbung in meinem leider übervollen E-Mail-Postkasten vorgefunden. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Siebert. Nun haben die Herren vom Präsidium das Wort, Volker Eckrich und Horst Zang. Ja, ich möchte zunächst mal nicht versäumen, von dieser Stelle aus Thomas Kall den Dank des Präsidiums oder von uns beiden Präsidiumskollegen für die geleistete Arbeit als Geschäftsführer übermitteln und nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch für die jahrelange Vorstandsarbeit. Nach dem angekündigten Rücktritt von Thomas Kalt ist für uns eine neue Situation entstanden. Wie Sie sich vorstellen können, Horst Zang und ich haben die letzten Tage hierüber eingehend diskutiert. Wir haben dann auch, so wie wir es vereinbart hatten, bis zur Sitzung der Gremien gestern Abend keinerlei Stellungnahmen abgegeben. So war das abgesprochen mit Thomas Kalt und auch mit uns und übrigens auch mit Dr. Frank Ruhl. Wir haben dann gestern Abend den Gremien, Aufsichtsrat und dem Verwaltungsrat, der für uns im e.V. ja das Aufsichtsgremium ist, das Wichtige, uns intensiv beraten und ein eindeutiges Votum erhalten, nämlich es wurde unser Vorschlag angenommen, Dr. Frank Ruhl im Moment nicht ins Präsidium zu berufen und die Geschäfte, Horst Zang und ich, und das gemäß der Satzung möglich, weiterzuführen. Das Präsidium des Vereins ist handlungsfähig mit zwei Personen. Und das soll zunächst so gemacht werden, bis spätestens zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung, die es dann auch möglich macht, einen testierten Jahresabschluss vorzulegen und vernünftig Entlastung zu erteilen. Wir haben, das hat Jörg Siebert eben gesagt, vom Aufsichtsrat der GmbH den Auftrag erhalten, einen zweiten Geschäftsführer zu suchen und dem Aufsichtsrat zur Bestellung vorzuschlagen. Das werden wir tun. Horst Zang und ich haben darüber hinaus den Gremien mitgeteilt, dass wir für die angedachte Präsidiumskonstellation mit Dr. Frank Ruhl als Präsident nicht mehr zur Verfügung stehen. Das zunächst mal von meiner Seite. Ja, gut, ich darf vielleicht noch ergänzen, dass der Beschluss, den Herrn Dr. Frank Ruhl nicht mehr zu unterstützen, auf dem einstimmigen Votum des Verwaltungsrates, des Vereinskriegers Offenbach, wie auch des Aufsichtsrates, der Offenbacher Fußballclub GmbH basiert. Die Gründe sind auch schon von Thomas Kalt ausführlich geschildert worden. Wir werden die Sache OFC stets über die Person stellen. Die Gründe hat Thomas Kalt im Eingangsgespräch ausführlich erläutert. Für uns war klar, die Entwicklung der letzten 10 Tage, die das Ganze doch sehr polarisiert hat, klare schriftliche und mündliche geäußerte Absprachen, Stillschweigen bis gestern zu bewahren, wurden nicht gehalten. Wir sehen das als groben Vertrauensbruch an und sollten mit Gewalt sicherlich Fakten geschaffen werden, ohne dass die wichtigsten Gremien des OFC Gelegenheit hatten, von Thomas Kralde die Gründe für seinen Rücktritt zu hören. Wir werden hier nach wie vor die volle Handlungsfähigkeit von Präsidium und GmbH positionieren. Eines muss man dazu sagen, wir werden uns jetzt nicht in eine zeitliche Hetze begeben. Es ist angedacht, dass wir die Hauptversammlung voraussichtlich im Oktober 2012 durchführen werden. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Und zwar geht es hier um das WP-Testat, also das Testat eines Wirtschaftsprüfers unter die Bilanz der GmbH und auch natürlich unter die Bilanz des Vereines zum 30.06.2012, um letzten Endes hier auch eine saubere Linie den Mitgliedern des Vereines zu dokumentieren. Jetzt ging es ja schon im Vorfeld unserer heutigen Pressekonferenz durch die Medien, dass Thomas Kalt die Überlegung anstellt, ins Präsidium zurückzukehren, und zwar als Präsident. Auch hierzu haben wir im Vorfeld bei den Gremien schon mal Diskussionen darüber geführt, und haben den Herrn Kalt befragt. Herr Kalt bat um Bedenkzeit, bis er sich zu einem Schritt oder bis zu einer Kandidatur bewegen könnte. Wir würden das ausdrücklich begrüßen, wenn das so eintreten würde, und hätten dann die Möglichkeit, im Prinzip hier zu kandidieren für die nächste Wahl, die dann im Oktober stattfinden soll. Soweit dazu. Vielen Dank, Herr Eckrich. Vielen Dank, Herr Zang.
Nun stehen die Herren für Fragen zur Verfügung, auch Jörg Hambekas. Bitte schön. Bitte um eine kurze Wortmeldung, damit wir hier geordnet bleiben. Ja, Carsten Schellhorn. Ja, ohne diese Information überhaupt zu haben, war das auch mein erster Gedanke. Das ist schwierig, weil jetzt sind Sie gerade als Geschäftsführer zurückgetreten, aber wie sind da im Moment Ihre Gedanken? Also ich antworte ehrlich. Wenn man meinen Vereinsweg sieht, Fanbeauftragter, geht seit 44 Jahren zum UFC, war in allen Gremien, Verwaltungsrat, war im Vorstand, war Geschäftsführung, könnte das eine logische Folge sein im Verein. Aber ich sage genauso ehrlich, ich habe natürlich auch die Zeitung in den letzten Tagen gelesen und glaube auch einfach, dass ich mit dem, was in der Zeitung aktuell transportiert wird, ja, dass das sehr schwer für mich wird, gegen diesen Druck, der da auch zum Teil da ist, das muss man eindeutig so sagen, bestehen zu können. Deswegen habe ich mir die Bedenkzeit erbeten, einfach auch, um jetzt selber mal klar zu werden. Ich meine ja, es ist ja nicht ganz so einfach, jetzt hier 3-4 Tage die linke Backe hinzuhalten, sich alles gefallen zu lassen, ohne sich zu äußern. Das hat man natürlich selbst so gemacht. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, wie das jetzt weitergeht, muss das für mich sacken lassen. Und das ist im Prinzip die Wahrheit. Also es ist eine neue Situation, die gestern auf mich zugekommen ist. Und ja, also klar, grundsätzlich ist der UFC für mich immer ein Thema, aber jetzt muss man wirklich mal sagen, nachdem was alles war, das brauche ich mal mindestens 2 Wochen dafür und kann das im Moment überhaupt nicht einschätzen, ob ich das will oder nicht will. Das muss ich jetzt erstmal wirklich klar werden. Ja, bitteschön. Ich weiß nicht, haben Sie mit Herrn Ruhl gesprochen? Wie hat er Ihre Entscheidung reagiert? Hat überhaupt jemand mit ihm gesprochen? Also wir wollten im Anschluss an die Pressekonferenz Herrn Dr. Ruhl über die neue Entwicklung in Kenntnis setzen, wobei ich davon ausgehe, dass er jetzt schon parallel auch diese Informationen erhält. Ich habe dann jetzt Sie denn, dass es jetzt hinter den Kulissen dann Machtkämpfe, Grabenkämpfe geben könnten, damit Einfluss in den Verein? Und Sie haben jetzt Ihren Weg aufgezeigt. Gehen Sie davon aus, den dann auch so bestreiten zu können oder rechnen Sie damit, dass es jetzt hinter den Kulissen dann doch zur spannenden Auseinandersetzung kommt? Na gut, wir sind uns ja mit den Vereinsgremien und wie auch mit den Gremien des Verwaltungsrats insofern einig. Der Aufsichtsrat steht insofern voll hinter unserer, sage ich mal, Absicht, so zu handeln und so zu verfahren. Wir haben ein vollbesetztes Gremium innerhalb der Geschäftsführung von Kickers Offenbach GmbH, das demnächst um einen weiteren Geschäftsführer erweitert werden wird, den wir gemeinsam aussuchen werden. Ich denke mal, von daher gibt es keinerlei Anlass, jetzt, dass hinter den Kulissen irgendwelche Kriege entstehen. Wir haben klar Stellung bezogen. Ich denke mal, das dürfte hinreichend bekannt sein, dass wir natürlich, wenn es zu einer Neubildung des Präsidiums kommt, 4 Leute da sein müssen, 2 werden gesucht werden müssen. Über die Personen wird man sich dann unterhalten. Das heißt, auch Frau Klein ist auch nicht mehr angedacht als Vizepräsidentin? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich würde es ausdrücklich begrüßen, wenn Frau Klein sich dazu entscheiden könnte, einem künftigen Präsidium um den Thomas Kalt rum, um den Volker Eckrich rum und um mich herum zuzugehören. Denn ich denke mal, über die Jahrzehnte, die verstorbener Mann, der Waldemar Klein, hier so vieles geleistet hat und über die Jahrzehnte der Zusammenarbeit, die auch der Thomas Kalt mit uns und mit dem Waldemar Klein mittlerweile hinter sich gebracht haben, wäre es einfach nur fair, dass man Frau Klein diese Position einräumt. Aber das ist ihre Entscheidung. Da hinten war die erste Meldung. Ja. Ich meine, an Sie die Frage, Herr Hambekas, wie haben Sie die Entscheidung erfahren und aufgenommen, dass Sie jetzt Geschäftsführer werden? Ja gut, ich bin ja am Montagabend, Montagnachmittag bei der ganzen Entstehungsgeschichte bin ich ja dabei gewesen. Herr Thomas Kahn hat es ja erwähnt, dass wir eigentlich montags immer ein sogenanntes Showfix hatten, wo wir mit Dr. Ruhl zusammen einfach auf die neue Situation noch vorbereitet haben. Und einfach dann auch eine Situation entstanden ist, wo ich für mich entschlossen habe, ich muss jetzt die Gesellschaft, also sprich das Präsidium, einfach einberufen zu einer außerordentlichen Präsidiumssitzung, ja, weil einfach zu viele Dinge da im Raum standen. Und dann hat man sich halt mit den Gesellschaftern, mit den Präsidiumsmitgliedern darüber unterhalten, ausgetauscht. Und dann wurde mir die Frage gestellt, ob ich bereit bin, Geschäftsführer zu werden, da geht es offenbar.
Ich will das dazu sagen, weil immer diskutiert wird, es wird ein zweiter Geschäftsführer gefordert. Das war eine Forderung, die in erster Linie mal auf mich zurückzuführen ist, weil ich persönlich ganz klar sagen muss, dass es für einen alleine zu viel ist. Ich habe meine Tätigkeit dahingehend umgestellt, dass ich seit letzter Woche Vollzeit hier bin. Einige werden das von Ihnen wissen, dass ich ja noch ein zweites berufliches Leben bis vor kurzem hatte. Das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil es einfach die Situation und auch das Arbeitsgebiet erfordert. Und ich glaube, dass es keinen modernen Verein mehr gibt im deutschen Fußball, der einen alleine, wo einer alleine das ganze Sagen in den ganzen Verein oder die ganze Gesellschaft führt. Das ist einfach nicht mehr möglich, weil einfach die Anforderungen und halt eben auch die Dinge, die da auf einen zukommen, einfach viel zu umfangreich sind. Wir haben für Kickers Offenbach, wir haben lange Zeit auf dieses Stadion gewartet. Das Stadion ist fertig und wir haben jetzt im Endeffekt eine neue Zeitrechnung. Wir müssen dieses Stadion jetzt mit Leben füllen, mit Zuschauern füllen, mit Sponsoren füllen. Da haben wir alle noch ein bisschen was zu tun, das wissen wir. Vor dieser Aufgabe haben wir auch keine Angst. Diese Aufgabe stellen wir uns auch gerne, weil es einfach richtig Spaß macht. Ja. Und deswegen ist einer alleine in so einem Unternehmen zu wenig. Es gab noch zwei weitere Wortmeldungen. Michael Löffler, dann Castello. Es wurde gefragt nach Dr. Ruhl, wie ist das mit den anderen Senatoren? Wie haben Sie sich dazu gestellt oder gibt es weiterhin überhaupt diesen Senatoren? Ja gut, der Senatorenclub ist ja nicht an eine Präsidiumsarbeit gebunden. Jetzt muss man natürlich sehen, wie jetzt die Situation bei den Senatoren ist. Also auch da ist ja nicht immer in allen Dingen eine Einstimmigkeit da. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, auch zu dem, was der Jörg gesagt hat, das ist auch klar. Der Jörg und ich haben uns hier immer auch als gemeinsame Geschäftsführung verstanden. Also die Titel haben uns in den letzten Jahren hier nie so interessiert. Ja. Wir haben das immer gemeinsam gemacht, deswegen ist es auch zwangsläufig der richtige Weg. Aber um zum Senatorenclub zu kommen, wir müssen jetzt natürlich, also ich gar nichts, wir müssen Jörg Bückers fragen. Ja. Er wird jetzt mit Sicherheit den Weg mit den Senatoren nochmal suchen müssen. Und es gab die nächste Frage hier, dann soll ich ja schon war. Ich habe zwei Verständnisfragen, ob ich es richtig interpretiere bzw. richtig verstanden habe. War das eine Ohrfeige für den BB Schneider, wenn gesagt wird, der Herr Dinkel war ja der Kandidat von Herrn Schneider und der hat uns die ganze Zeit genervt, dass wir den aufnehmen, dann haben wir es gemacht. Nein, das soll man vielleicht so sehen, dass man einfach zum wiederholten Mal festgestellt hat, übrigens selbst als wir damals gewählt wurden, dass es keine Kandidaten gibt, die bereit sind, so ein Amt zu übernehmen. Und aber es bringt auch am Ende des Tages nichts, wenn jemand ein Amt übernimmt und dann später feststellt nach der Wahl, er hat überhaupt keine Zeit für das Amt. Und deswegen war die Idee des Senatorenclubs, halte ich nach wie vor für eine gute. Fairerweise muss man auch sagen, ist natürlich jetzt auch der Verwaltungsrat neu aufgestellt. Ja, auch da kann ja so eine Rekrutierung stattfinden, aber das wäre die Grundsätze der Idee gewesen. Und klar ist es dann so, wenn man jetzt sieht, was auch die Tage in den Zeitungen geäußert wurde, äußert sich Peter Dinkel sehr, sehr stark. Und da muss man schon auch mal sagen dürfen, Mensch Peter, da hast du aber jetzt mehr Energie reingesteckt als in den zwei Jahren zuvor. Ja. Und, ja. Ist es dann insgesamt quasi zwei Fehler, also sprich zum einen Peter Dinkel berufen zu haben oder ihn reingeholt zu haben und der zweite Fehler, Frank Ruhl eine entsprechende Vertrauensbasis gegeben zu haben? Na, das ist wirklich ein schmaler Grat, das haben wir auch gestern in den Reden lange diskutiert. Ich gucke gerade den Frank Badenstein an, der sagt, ja, da hätte man vielleicht mehr Bauchgefühl entwickeln müssen. Auf der einen Seite möchte ich mal sagen, sind wir ja auch ein Stück gehetzt. Wir sind gehetzt von den Fans zum sportlichen Erfolg. Wir sind gehetzt auch von außen, ihr müsst die Strukturen verändern und so weiter und so fort. Und all diese Kritik geht ja nicht an einen spurlos vorbei. Man versucht ja auch wirklich auch das Beste. Und natürlich war der Senatorenclub oder ist der Senatorenclub und auch Dr. Frank Rohl ein Mann mit großen Fähigkeiten. Und er hätte diese Fähigkeiten, dazu stehe ich, sehr gut in dieses Team einbringen können. Warum er ausgeschert ist, muss er alleine beantworten. Ja, und noch eine Woche vorher hatten der Jörg gefragt, wie das denn ist, also vor meinem Rücktritt, also vor 14 Tagen dann, hat er gesagt, eindeutig, ganz klar, nur mit Jörg-Han Bückers und Thomas Kalt. Und mittlerweile gehen die Gerüchte rum, schon Tage vor dieser Aussage gab es Gespräche mit anderen Kandidaten. Und das ist natürlich dann ein Weg, der nicht in Ordnung ist. Das ist bei fairerweise ein Gerücht, da muss ich auch vorsichtig sein, aber so ist es. Und deswegen ist es immer schwierig. Auf der einen Seite wird uns vorgeworfen oder wurde uns vorgeworfen, ihr lasst zu wenig Einblick. Dann machen wir Einblick und erleben so ein
Chaos, wenn ich das mal sagen darf, wie diese Tage, wo Zahlen falsch interpretiert weitergegeben werden. Das darf nicht passieren. Eine ganz einfache Frage, wann wird es denn dann möglicherweise eine ordentliche Mitgliederversammlung geben, indem man das Präsidium gestalten könnte? Und das Zweite ist, wir haben jetzt von Herrn Kalb gehört, wie er das alles so erlebt hat. Es gab ja da am Abend dieses Eröffnungsspiels so viele Gerüchte, da hieß es, also das nicht kann, das war dann schnell klar. Dann hieß es, Sie können besser mit ihm, deswegen werden Sie jetzt Geschäftsführer. Das stimmt ja jetzt anscheinend auch nicht so ganz. Aber wie haben Sie denn das jetzt, diese Person wohl erlebt? Also ich habe jetzt nichts gehört, wo ich hätte sagen müssen, das ist falsch, was der Thomas Kalb gesagt hat. Ich glaube, dass das jeder Mensch einfach anders empfindet. Wir haben uns natürlich auch darüber ausgetauscht. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen Thomas Kalb und mir in der Beurteilung einfach der war, er ist der juristische Geschäftsführer, deswegen zu dem Zeitpunkt der alleinige juristische Geschäftsführer, deswegen hat sich es auf ihn mehr konzentriert als auf mich. Aber es ist schlicht und ergreifend auch für mich einfach eine Situation eingetreten, wo ich sage, das ist keine Basis, auf der ich arbeiten kann, ganz klar. Und ich war bei diesen Gesprächen, wie gesagt, von A bis Z war ich dabei. Und ich kann nichts Falsches erkennen. Ich kann auch keine Übertreibung erkennen, die der Herr Kalter jetzt reingebracht hat. Ich denke, es verdient auch der beiderseitigen Respekt. Deswegen finde ich es auch gut, dass jetzt auch im Nachgang, wenn die Entscheidung hier feststeht, auch von dem Präsidium nicht weiter zu kandidieren, dass Herr Dr. Ruhl angerufen wird. Auch das hat er verdient. Ja. Und dann muss man sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Und Sie, Mitgliederversammlung? Oktober. Ja, das Horst Zang sagte ja schon, hier geht jetzt Sorgfalt vor Tempo. Wir können jetzt heute noch keinen definitiven Termin nennen. Horst Zang hat das ja ausgeführt, welche Punkte hier erstmal abgearbeitet werden. Es wird aber deutlich früher sein als jetzt, sage ich mal, in der vergangenen Zeit. Das heißt also schätzungsweise Oktober, sonst war es ja meistens November, Januar. Also ich denke mal, spätestens im Oktober muss es passiert sein. So, die nächsten Fragen waren Jörg Daniels und Michael Löffler. Was glauben Sie, ist denn der Grund, warum Herr Ruhl Sie offenbar nicht mehr haben wollte? Weil er weiß ja auch um Ihre Stellung hier, um Ihre vielen Jahre, die Sie bei UFC tätig sind. Und er hat sich ja wahrscheinlich auch überlegt haben, was er da tut. Gibt es für Sie eine Erklärung, warum er Sie nicht mehr haben wollte? Ja, ich kann das schwer gut, was soll ich denn sagen? Es ist ja immer so, wenn Sie jetzt, wir haben ja auch über viele Verträge, die im Verein sind, diskutiert, logischerweise. Und es ist ja immer so, wenn Sie Tausende von Verträgen haben, können Sie den einen oder anderen Vertrag rausnehmen und sagen, den hätte ich aber anders gemacht. Aber alle Verträge, die wir haben, sind absolut branchenüblich. Weil es ist ein großes Thema, auch unser Sportsman-Vertrag, weil der absolut branchenüblich ist. Ich glaube einfach, dass da ein bisschen auch die Branchenkenntnis gefehlt hat, ja. Und jetzt will ich nicht unterstellen, vielleicht gerade, dass ich die vermeintlich starke Person im Verein bin. Vielleicht hat das zusätzlich motiviert, um zukünftig da auch noch mehr frei agieren zu können. Er hat ja auch angekündigt, auf Aufsichtsratsvorsitzender werden zu wollen, was auch entgegen unserer Satzung eigentlich ist oder die Satzung zumindest nicht ausschließlich erklärt, weil wir bewusst in der Satzung gesagt haben, natürlich sind in Konzernen zum Beispiel so, dass der Vorstandsvorsitzende auch oftmals der Aufsichtsratsvorsitzende ist. Aber wir wollten ja bewusst diese Machtfülle nicht auf einen kleinen Personenkreis. Deswegen haben wir unsere Satzung ja vor Jahren so aufgebaut. Dann wurde kritisiert, dass die SBB einen Sitz bei uns im Aufsichtsrat hat, als Stadionbetreibergesellschaft. Der Sportsman einen Sitz bei uns im Aufsichtsrat. Es wurde alles in Sack und Tüten gepackt. Und ja, und ich habe das natürlich dann alles irgendwann verteidigt, weil ich natürlich die Geschichte dazu kenne, weil ich den Weg dazu kenne. Und vielleicht war das ein Grund, ich weiß es nicht. Michael Löffler. Herr Hamburg, als bekannt wurde, dass Sie quasi Nachfolger übernehmen, war Dr. Ruhl noch im Gespräch als Präsident. Würden Sie dieses Amt angenommen haben, auch unter Dr. Ruhl, oder wussten Sie zu dem Zeitpunkt schon, dass da Bestrebungen sind, ihn vielleicht nicht zu empfehlen, oder wie ist da die Sache? Also das wusste ich selbstverständlich nicht. Ja. Im Endeffekt, wenn so etwas dann mal eskaliert, und so auch die Tage danach, ich sag mal, zu dem Montag geht es ja wie immer auch ein Dienstag, Mittwoch. Das hat sich ja, der Thomas Kalter hat das ja vorhin so ein bisschen skizziert, da gab es am Dienstag die Diskussion, kann man das
überhaupt zulassen, dass Thomas Kalt die Feierlichkeiten hier von der Eröffnung, die er von A bis Z zu 100% alleine geplant hat, die uns allen sehr viel Spaß gebracht hat, kann man die überhaupt machen lassen? Dann kommt natürlich eins zum anderen und dann denken Sie immer intensiver auch irgendwann mal über die Zukunft nach. Und für mich war eigentlich, muss ich sagen, spätestens auf der Rückfahrt von Halle war für mich klar, dass ich jetzt in eine Situation nicht reingehen werde, wo ich sage, da werde ich unter einem Präsident Frank Ola. Und das einfach der Sache nichts bringt. Ich sage das so klar und deutlich. Unsere GmbH-Satzung, und das war ja damals auch ein Wunsch, wie wir die Ausgliederung gemacht haben der Mitglieder, sieht ja folgenden Punkt vor, dass in dem Moment, wo ein Präsidium komplett neu ist, man auch innerhalb von 3 Monaten den Vertrag mit dem aktuellen Geschäftsführer kündigen kann. Von daher brauchen wir jetzt auch gar nicht zu diskutieren, ob ich kommissarisch, ob ich eine Probezeit habe, wie auch immer. Das, ich kenne diese Satzung, weil ich die mitgestaltet habe. Ich weiß, wie die aussieht. Ich will auch ganz klar dazu sagen, dass es für mich überhaupt keine Diskussion ist, jetzt hier irgendwelche Bedingungen zu stellen. Ich glaube, dass ich ganz offen gesagt in der jetzigen Situation, ich will nicht sagen der beste, aber der logischste Kandidat bin, weil ich halt eben die ganzen letzten Jahre hier auch die Entwicklung und auch die Zusammenhänge erkenne. Es ist für mich einfacher als für jeden anderen hier sofort einen Übergang herzustellen. Ja? Und alles, was danach kommt, das entscheiden die Mitglieder. Die Mitglieder entscheiden, was für ein Präsidium hier gewählt wird. Und dieses Präsidium entscheidet dann im Endeffekt, mit was für einer Geschäftsführung sie hier antritt. Und das ist das gute Recht aller Mitglieder. Und ich sage es ganz offen, ich bin von einigen Leuten darauf hingewiesen worden, diese Situation jetzt auszunutzen. Ich sage das ausdrücklich, das würde ich nicht tun und es würde auch nicht zu mir passen. Und jeder, der mich kennt, weiß das auch. Und hier geht es um Kickers Offenbach. Und hier geht es nicht um persönliche Eitelkeiten, das liegt mir sowieso fern. Und hier geht es auch nur rein um diesen Club, der eine große Chance hat mit einem Stadion, wo wir sehr, sehr lange drauf gewartet haben. Ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen, wo wir alle einfach jetzt die Aufgabe haben, dieses Stadion mit Leben zu füllen. Das ist unser Credo und das ist das, auf was es letztendlich ankommt. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst, Herr Christian Dünscher, und dann Jörg Daniels, okay? Zwei Fragen, zwar bei Weitgründung oder Nachgründung der GmbH, wo ursprünglich angedacht wurde, ja schon mal, dass es zwei Geschäftsführer geben soll. Das war, glaube ich, damals die Überlegung, einen Sportgeschäftsführer und einen kaufmännischen. Kann man das jetzt so interpretieren, dass der zweite, der jetzt gesucht wird, dann ein Sportgeschäftsführer ist? Und die zweite Frage bezieht sich auf eine Mitgliederversammlung, weil ich zugeben muss, da bin ich da nicht so in der Satzung drin. Gibt es die Satzung her, dass es bei einer Mitgliederversammlung dann zu einer Kampfabstimmung kommen könnte oder müssen Mitglieder in irgendeiner Form von einem Gremium vor dieser Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden? Also Frage 1 zu beantworten, es gibt keine Definition, was der zweite Geschäftsführer jetzt im Einzelnen macht. Das wird die Arbeit sein, die ich zusammen mit dem Präsidium und auch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden in den nächsten Wochen jetzt ausarbeitet. Es gibt ein Für und Wider. Es gibt auch Stimmen im Aufsichtsrat oder Vorschläge aus dem Aufsichtsrat von gestern, dass man auch mal darüber nachdenken sollte, wenn man schon immer die Strukturen, die ja, ich sag mal, außer uns hier intern im Endeffekt sowieso keiner beurteilen kann, immer kritisiert, ob man vielleicht jemand von außen holt, um effektiv Strukturen anders darzustellen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Strukturmanager, sowas gibt es ja nicht, aber für den Schwerpunkt halt Strukturen. Ja. Wie gesagt, darüber ist schwerpunktmäßig überhaupt keine Entscheidung getroffen worden. Wir haben als sportlichen Leiter den Ramon Berndroth. Ich glaube, wir sind hier, das werden Sie, wenn Sie mir zustimmen, wir sind hier nicht auf Rosen gebettet, dass wir über eine sportliche Kompetenz noch eine andere sportliche Kompetenz finanziell drüber stellen sollten. Das würde, denke ich mal, auch wenig Sinn machen. Das sind aber im Endeffekt Entscheidungen, die der Gesellschafter im Endeffekt mit dem Aufsichtsrat zusammen entscheidet und die Geschäftsführung setzt es dann um. Die zweite Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten. In dem Moment, wo es mehrere Kandidaten gibt, die antreten und die vom Wahlausschuss auch der Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden, dann entscheidet im Endeffekt die Mehrheit der Stimmen in der Mitgliederversammlung.
Entschuldigung, Jörg Daniels. Ganz verstanden. Noch zu klären, was heißt das? Es kann nur jemand, der vom Präsidium vorgeschlagen wurde? Nein, nur vom Wahlausschuss. Wahlausschuss. Okay. Jörg Daniels war die Nächste. Gerade haben Sie immer darüber nachgedacht, im Amt zu bleiben als Geschäftsführer und dann hinter den Kulissen dafür zu sorgen, dass es vielleicht einen Präsidenten nicht gibt, über das Präsidium, das macht. Da dann die Mehrheit quasi. Also ich sag mal, ich muss ja mal so sagen, also erstens gestern war ja auch die Frage wieder, ob ich bereit bin, als Geschäftsführer zu bleiben. Muss sagen, das war kein Thema mehr, weil das kannst du. Ich habe vor einem Jahr, das war aber ein Unterschied, der Geschäftsführer, der den Aufsichtsrat empfohlen, einen neuen Geschäftsführer zu suchen, weil es hier diese Unruhe beim Jena-Spiel gab. Jetzt war es was anderes. Ich habe jetzt keine Empfehlung ausgesprochen, sondern eindeutig erklärt, dass ich jetzt einfach um die Entlassung bitte. Ja? Und dann kann man da auch nicht ständig zurückrudern. Von daher, dass dann die Entwicklung jetzt so ist, muss ich natürlich fairerweise sagen. Ja, das muss ich sagen. Ich bin in dieser Phase, wo ich diesen Entschluss gefasst habe, gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir hier auf einmal eine so eine Veränderung da bekommen im Verein. Von daher, was soll ich jetzt dazu sagen? Für mich war klar, an dem Montag, als wir diese berühmte Sitzung hatten, dass Dr. Ruhl hier in wenigen Tagen Präsident ist. So hat er sich auch gefühlt. So hat er sich aufgeführt und dann war klar, dass ich auf dieser Basis keine Zusammenarbeit sehen habe, die Konsequenzen gezogen. Jetzt kann man natürlich sagen, man hätte das auch anders machen können, aber. Sebastian Ried, ja. Ja, Frage an Herrn Bückers: Ist denn eine Zusammenarbeit mit der Person Ruhl in Verbindung Geschäftsführung Senatorenpool überhaupt nicht möglich? Also, ich habe natürlich jetzt auch die Aufgabe, ich sag mal, da wo Verstimmungen entstanden sind, natürlich auch auf die Leute zuzugehen. Das ist zum einen, das ist eigentlich ganz klar, der Senatorenclub, zu dem ich auch zu den Mitgliedern ein gutes Verhältnis habe. Die Dinge, die ich bei Frank Ruhl kritisch sehe, das weiß er, dass ich die sehe. Ja, das dürfte also nicht so heiß sein. Aber neben dem Senatorenkreis gibt es halt auch noch andere Institutionen, auf die ich zugehen werde, zugehen will, ja, weil einfach in der Vergangenheit da, denke ich, auch es Verstimmungen und Probleme gegeben hat und das werden wir jetzt mal sehen, das wird meine Hauptaufgabe sein, ganz klar. Dirk Daniels? Ab wann haben Sie die Entscheidung getroffen, Herr Ruhl nicht mehr zu unterstützen als Präsident? Die Entscheidung ist gestern gefallen. Warten Sie jetzt erst ab, wie Herr Kalt sich entscheidet, bevor Sie unter Umständen noch einen neuen Präsidenten suchen? Ja, wir haben ja keine, sage ich mal, Eile in dieser Situation, denn wir sind verhandlungsfähig und von daher warten wir erst natürlich auf die Entscheidung von Thomas Kant. Es war vorhin von respektlos betont, ist Herrn Dr. Ruhl geredet. Jetzt haben Sie ja monatelang mit ihm auch zusammengearbeitet, er hat sich ja schon im Mai positioniert als Präsident. Wie war denn sein Fall gegenüber? Oder vielleicht könnten Sie noch mal genauer die Gründe erläutern, die Sie bewogen haben, sich gegen ihn auszusprechen. Also möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ja, so. Sehen Sie bitte nach. Es waren einfach in der letzten Woche die Ereignisse um Thomas Kalt und vor allen Dingen auch die Ereignisse darum, dass es Absprachen gab, wie temporär jetzt zu verfahren ist, wie die Gremien erstmal zu informieren sind. Das wurde einfach nicht eingehalten und das war für uns keine Basis für eine künftige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn jemand noch nicht im Amt war, wie soll das dann erst werden, wenn er im Amt ist? Haben Sie ihn darauf hingewiesen, dass er diese Absprache nicht eingehalten hat, oder sind das Vermutungen? Oder hat er die auch eingeräumt, dass er die Absprache nicht eingehalten hat? Nein, wir haben ihn letzte Woche schriftlich und ich mündlich nochmal darauf hingewiesen, dass keine Stellungnahmen abgegeben werden sollen, dass wir uns darauf verständigt haben und wir alle wissen, wie es dann am nächsten Tag in den Zeitungen aussieht. Von ihm öffentliche? Bitte? Von ihm öffentliche Stellungnahmen? Ja gut, ich meine, man braucht ja nur am Freitag dann in die Offenbacher Posten, die FAZ, die Frankfurter Rundschau zu gucken. Da wurde ja das ganze Prozedere dargelegt, wie diese Einzelung ins Präsidium stattfinden sollte. Und das sollte ja erstmal am Montag in den Gremien besprochen werden. Das war ausdrücklich so vereinbart zwischen uns und das ist ein Beispiel. Aber ich möchte da einfach jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Das sehen Sie mir bitte nach. Allerdings hätte ja dann der Verein so ein bisschen den Eindruck erweckt, führungslos zu sein, dass es keinen gegeben hätte, der praktisch über 4-5 Tage einem sagen kann, was jetzt weiter angedacht ist.
Wieso? Wir haben doch da ganz klar Stellung genommen. Es gab ja auch keinen Grund zu dem Zeitpunkt. Wir hatten ein funktionsfähiges Präsidium. Thomas Galt, wir haben gesagt, dass wir montags erstmal die Gremien informieren. Es war eine turnusmäßige Aufsichtsratssitzung geplant. Der Verwaltungsrat hat natürlich auch aufgrund der Situation eine außerordentliche Sitzung einberufen. Und das ist ein völlig normaler Gang, dass erstmal unsere Gremien vor der Öffentlichkeit vorgehen. Also das muss man, denke ich, verstehen. Wir haben alle vielleicht noch in Erinnerung, wie das vor einigen Wochen war, als Dieter Müller ausgesprochen hat, dass er aufhören wollte und wie das weitergehen sollte. Ach, da haben wir Kritik von unseren Gremien erhalten, weshalb das nicht mit denen besprochen war, weshalb sie sowas aus der Zeitung erfahren müssen. Und das wollten wir uns kein zweites Mal sagen lassen. Ich darf fragen, was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, dass Herr Kalb Präsident wird? Warum sehen Sie ihn gut aufgehoben in dieser Rolle? Dass ich glaube, Thomas Galt ist über viele Jahre das Gesicht der Kickers, er ist ein Motor und ich bin sicher, dass er da dem Verein in der Gänze sehr gut vorstehen kann, also dass es eigentlich gar keinen besseren gibt, der den Verein nach außen hin optimal vertritt. Ich glaube, das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Kannst du interpretieren, dass Sie nur mit Thomas Galt als Präsident Ihr Ämter fortsetzen werden? Herr Koch, Herr Rastzahn hat eben gesagt, unsere Entscheidungen sind gestern gefallen. Das sehen Sie uns bitte auch nach, dass wir da jetzt auch keine endgültige Stellung abgeben. Also das kann ich für mich sagen. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt. Und wir bleiben bitte dabei, dass es kurze Wortmeldungen gibt und nicht einfach reingerufen wird. Ja, bitteschön. Gibt es noch eine Frage? Ja, wie ist denn jetzt das Prozedere bei der Bestellung des neuen Geschäftsführers? Werden Sie beide als im Moment geschäftsführendes Präsidium den Geschäftsführer bestellen? Diese Bestellung können wir ihn gar nicht. Wir werden die Auswahl vornehmen und werden den zur Bestellung dem Aufsichtsrat vorschlagen. Also ist angedacht vor der nächsten Jahreshauptversammlung schon? Ja, so ist es. Ja. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.